Direkt unter der Erdoberfläche in der Dunkelheit gibt es eine Welt, der wir fast alles verdanken. Die nahrhafte Erde, eine zerbrechliche Lebensquelle, ist durch Verschmutzung und Besiedlung mehr denn je verarmt. In der ganzen Welt werden Warnungen laut, in denen eine sofortige Änderung unserer Anbaumethoden gefordert werden, damit sich der Boden regenerieren kann. Aber was verbringt sich unter der Erdoberfläche? Die Erdkruste wird von der Atmosphäre beeinflusst. Wasser, Luft und die Biologie verändern das Gestein, das in immer feinere Mineralpartikel zerfällt, zuerst in Kieselsteine und Sand, dann in Schlamm und schließlich in Lehm. Knapp unter der Oberfläche wird organisches Material durch Bakterien, Mikropilze und andere Organismen zersetzt und bildet Humus, der den Boden fruchtbar hält und ihm seine schwarze Farbe verleiht. Zusammen bilden die mineralischen Bestandteile und die organische Substanz den Grund, die Struktur, in der sich die Pflanzen ansiedeln und über ihre Wurzeln das Wasser und die Nährstoffe ziehen, die sie für ihr Wachstum benötigen. Regenwürmer spielen bei der natürlichen Düngung des Bodens eine wichtige Rolle. Sie durchmischen den Boden mit ihrem Verdauungstrakt, wo organische und mineralische Materie auf dem Weg zu Aggregaten gebunden und mit Nährstoffen beladen werden. Würmer nehmen die Rolle echter Ingenieure für die Struktur des Bodens ein. Die Tunnel, die sie graben, können für einen einzigen Kubikmeter Boden Hunderte von Metern lang sein und bieten Lebensraum für andere Organismen. Diese Galerien gewährleisten den Abfluss des Regenwassers, die Belüftung des Bodens und erleichtern die Bewurzelung der Pflanzen. Denn Pflanzen brauchen für ihr Wachstum poröse und nährstoffreiche Erde. Aber diese lebendige Erde ist sehr fragil und kann durch die Aktivität der Menschen schnell zerstört werden. Die althergebrachte Praxis des Pflügens wird heute angefochten. Nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche begünstigt der Boden das Leben für Pflanzenwachstum. Die Schichten sollten nicht vermischt werden, da jede Schicht eine spezifische Population von Mikroorganismen enthält. Das Umpflügen der Erde bringt unterirdisches Leben hervor, das Licht, ultraviolette Strahlen und der Umgebungsatmosphäre nicht standhalten kann. Und der Boden, der unter dem Gewicht der Landmaschinen verdichtet wird, verdichtet sich zu immer härteren Klumpen, die das Eindringen von Wasser verhindern. Dies ist als Pflugsohle bekannt, bei der die Wurzeln Schwierigkeiten haben, sich einzugraben. In diesem Experiment werden zwei identische Samen gepflanzt, ein in reichhaltigem Boden auf der linken Seite, der nah an der Bodenoberfläche entnommen wurde, und der zweite rechts, der aus tieferen Schichten ohne Porosität gewonnen wurde und von wenigen lebenden Organismen bewohnt ist. Der reichhaltige Boden erlaubt es den Wurzeln, sich in vielen Zweigen auszubreiten, was die Pflanze stärker macht. Weltweit gefährdet die landwirtschaftliche Produktion unserer Vorfahren die Nahrungsressourcen, die Umwelt und die Biodiversität. Überall auf der Welt finden massive Waldrodungen statt, wie hier im Amazonasgebiet. In Borneo zerstört der Palmölanbau die natürliche Umwelt und bedroht Arten, die dort seit Millionen von Jahren leben. Gleichzeitig zeichnen sich auf allen Kontinenten gemeinsame Lösungen bei denjenigen, die das Land bewirtschaften, ab. Die konservierende Landwirtschaft basiert auf drei Säulen. Die erste ist, den Boden nicht mechanisch zu beschädigen. Wir vermeiden also das Pflügen und generell alle mechanischen Arbeiten. Die zweite Säule beinhaltet den rotierenden Anbau. Das heißt, statt zwei, drei Kulturen, die nach zwei, drei Jahren wiederkehren, erhöhen wir die Diversität durch 5, 6, 8, 10, 12 Kulturen, was Vielfalt schafft und dem Boden zugute kommt. Die dritte Säule besteht darin, den Boden nie kahl zu lassen, also manchmal während den Kulturen, aber vor allem zwischen den Kulturen das Setzen, was Pflanzendecke genannt wird.
Der burkinische Landwirt Pierre Kienteiga berichtet über seine Erfahrungen. In Burkina Faso, wo ich mit meiner Frau lebe, wurde uns ein Land gegeben, das völlig ausgetrocknet war. Wir bringen organisches Material, abgestorbene Blätter, Stroh, was den Boden bereichert, der wieder zum Leben erwacht. Yvan Chollet praktiziert seit etwa 10 Jahren eine konservierende Landwirtschaft in der Genfer Gegend. Bei der konservierenden Landwirtschaft dreht sich alles um lebenden Boden. Unser Ziel ist es, alles zu tun, was wir können, um Leben in diesen Boden zu bringen. Sobald der Boden lebt, werden wir in der Lage sein, hochwertige Nahrungsmittel zu produzieren. Die Pflanzendecke hat mehrere Rollen, die Bodenauslaugung zu vermeiden, das heißt, alle Elemente im Boden einzufangen, die ausgewaschen werden würden. Wir säen also Deckpflanzen zwischen zwei Kulturen, um die freiliegenden Elemente in unseren Boden zu bringen, damit sie nicht in den Grundwasserspiegel oder in die Bäche gelangen und so weiter. Wenn man will, dass ein Boden arbeitet, sollte die Temperatur nie steigen, er darf niemals austrocknen. Ist er bedeckt, im Schatten oder vor Sonneneinstrahlung geschützt, verhindert das eine Erwärmung des Bodens. Sobald diese Hülle zerstört ist, wird sie vom Leben im Boden, einschließlich Pilzen, Regenwürmern, Tausendfüßlern und allen Bodenmikroorganismen, gefressen oder verdaut. Das ist sehr wichtig, sie benötigen diese Nahrung an der Oberfläche. Die Idee wäre, eventuell ein Label zur Förderung dieser Bodenqualität zu gründen. Ein Label lebender Boden. Pascal Boivin, Professor an der Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture in Genf, untersucht die Qualität landwirtschaftlicher Böden. Da haben wir einen Block herausgelöst, der nicht in der konservierenden Landwirtschaft liegt. Was sehr repräsentativ ist und konventionell getan wird, ist das Pflügen. Es war schwierig, ihn herauszulösen, weil dieser Boden, wenn er einmal trocken ist, sehr, sehr hart wird. Hier ist eine Art Monoblock. Die Flächen sind völlig glatt, völlig geschlossen. Das Wasser wird nicht eindringen, nicht gespeichert, es wird also nicht belüftet. Es gibt organische Stoffe mit wenig oder keiner Zersetzung. Nur wenige Wurzeln, die wahrscheinlich dank eines Regenwurms durchgekommen sind. Dieser Zustand des Bodens ist leider sehr repräsentativ für die Region. Im Vergleich dazu wurde derselbe Boden seit 10 Jahren in der konservierenden Landwirtschaft bewirtschaftet. Hier ist es uns nicht gelungen, einen großen Block zu lösen, weil er natürlich bröckelt. Ich kann ihn mühelos aus dem Boden lösen und er ist durchzogen mit Aggregaten, die extrem porös sein können, extrem fein, mit vielen Wurzeln und Teilen darin, die sich sehr aktiv zersetzen. Wir sind hier auf dem richtigen Weg und haben sehr viel Arbeit geleistet. Die Erde besser zu schätzen bedeutet, sich dem Fundament zwischen denen, die sie kultivieren, und uns allen, die sie nährt, näher zu kommen.